Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Gim. So, Leute, jetzt gucken wir mal, ob wir es hinkriegen, Leute. Ich bin nur gespannt, ob wir heute es hinkriegen nach der Niederlage gegen. Aber die Niederlage, die war schon heftig, Leute, fand ich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir es hinkriegen, es wieder be besser hinzukommen, Leute. Gegen Meppen. Okay, wir haben ein gutes Spiel, Leute. Eine gute Saison haben wir jetzt ein bisschen. Die Tore bei ihm, Leute, die passen halt zurzeit eben, die passen halt nicht lang. Weil man halt deine Anfangszeit halt noch den Schwierigkeitsgrad rausgesucht haben. Es muss man so sagen, da hätten wir noch raussuchen müssen, welchen Schwierigkeitsgrad mir suchen muss. Das war halt das Problem. Durch das ist halt er ein bisschen stärker, wie man denkt, Leute. Und hier, die letzten drei Spieler, die Top, unser Top-Spieler, kann man so sagen. Die drei Top-Spieler des FC Gaming, Leute, muss man sagen. Jetzt gegen Meppen. Es geht heute um den Gruppen, um die Meisterschaft. Es ist nur, wir haben schon 18 Spieltage rum, Leute. Wir haben eine gute Mannschaft, das muss man sagen. Wir haben eine gute Mannschaft, wir sind gut drauf und wir wollen heute wieder nach zwei schlechten Spielen wieder mal ein gutes Spiel machen, Leute. Und das heißt heute gewinnen. 3 Punkte wären Pflicht, um weiter dran, um natürlich die anderen Teams nicht so nah ranzukommen an uns, Leute. Das ist unser Ziel, Leute. Nicht die Spieler, das ist unser Ziel, die Leute nicht ranzulassen. Und jetzt müssen wir arbeiten. Na, wie gesagt, Leute, ich bin am Überlegen, ob ich Fuchs und Okavi die andere Nummer noch gebe. 8 und 11. Das werden wir, ich glaube, ich gebe 8 und 11, gebe ich den anderen noch, Leute. Also würde ich sagen, machen wir erst im nächsten Spiel, Leute. Würde ich sagen, so machen. Wir machen das Spiel jetzt noch fertig, Leute. Und dann werden wir die Trikotnummer mal noch ändern, Leute. Wahrscheinlich kriegt Fuchs die 11 und Oki kriegt dann wahrscheinlich. Ja, klar, raus. Ah, schade, es war. Okay, das war eine gute Chance, Leute. Okay, und jetzt gucken wir halt, wie es auf Legende geht, Leute. Wow, erste Top-Chance, Leute. Die erste Top-Chance für unser Team, Leute. Unsere erste Top-Chance, Leute. Ganz ruhig spielen, Leute. Ganz ruhig. Ganz ruhig spielen, Leute. Sag. Yes, Alter. Erstes Tor, Leute. Ja. Junge, das erste mega schöne Tor. Das erste mega Tor, Leute. Ganz ruhig wieder. Ja, schön gespielt, Leute. Es war richtig schönes Fußball-Patch-Spiel, Leute. Muss man schon sagen. So, aber unser Ziel ist ein bisschen halt, die A-Mannschaft ist optimal, Leute, aber das Problem ist,
Wir müssen ein bisschen auf die Bank ein bisschen nach oben tun, Leute. Wir müssen die Bank ein bisschen stabilisieren. Dann werden wir mal gucken, wie man die Tore. Dann werden wir noch Spieler holen müssen, vielleicht irgendwie. Ob man die Saison hole, werden wir sehen, Leute. Noch. Weil viel Geld haben wir die Saison nicht mehr. Und so kann man sagen, viel Geld. Und wir gucken einfach, wie das ist. Was jetzt passiert, Leute, mit dem FC Gaming, Leute. Bin ich mal gespannt, Leute. Spielen wir heute ruhig in Fußball. Ich hoffe. Ja, ah, da wäre schön durchkommen, Alter. Da wäre schön durchkommen, Leute. Da wäre richtig schön durchkommen. Das war keine gute Spiel, Leute. Ah, zum Glück ein bisschen vertändelt, Leute. Ein bisschen Glück, dass er ihn vertändelt hat. Ah, schade. Ja, okay, ruhig bleibe, dranbleiben noch. Sachlich spiele, ruhig spiele. Oh, die Idee war nicht schlecht, Leute. Es war eine gute Idee von. Die war eine gute vom Bau. Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass der Ball noch durchkommt, Leute. Das war ein bisschen Pech, Leute, dass er nicht durchkommt. Das war noch ein bisschen Pech, Leute. Aber es. Ruhig spiele, Leute, sachlich spiele. Ah, es funktioniert. Wo ich spiele, Leute. Ah, die Idee war gut von auf Musiala, aber das Problem ist. Okay, die Außenverteidigung. Oh Mann, der ist schneller, der ist schnell. Kommt, geht Fuchs durch. Es war so wichtig, dass Fuchs dran geblieben ist, Leute, dran geblieben ist. Es war sehr gut, dass Fuchs dran geblieben ist, Alter. Nein, nicht Fuchsbauer dran geblieben ist. Und dann halt, dass er dann dran geblieben ist. Die zwei Flügelspieler von uns dran geblieben sind, mitgelaufen sind. Das war wichtig ein bisschen, dass beide mitkommen sind.
Ah, schade, die Idee war gut, aber bin. Eckball für Meppen. Okay, sieht. Okay, Meppen kämpft natürlich. Beide Teams kämpfen hier um ein gute. Ah, schade. Die Idee war gut, aber der Ball wurde halt blöderweise ein bisschen schlecht abgefangen und dann halt das Problem. Gleich ist Halbzeit, Leute. Gleich ist Pause, Leute. Gleich ist Pause. 2-0 Führer ist gut. 2-0 Führer. Ruhig bleibe, dranbleibe. Es ist wichtig, erstmal Ruhe ins Spiel bringen, die Halbzeit nach Hause bringen. Ah, Mist, Alter, Leute. Kurz vor Ende der Halbzeit doch noch das Gegentor kassiert, Leute. Mist, es war halt nicht so. Na. Die Mitte war halt frei, Leute. Die Mitte war frei. Die Mitte war halt da leider frei, Leute. Es war halt ein bisschen blöd, dass die Mitte frei war, Leute, leider. Aber bis jetzt einfach weiter dranbleiben, Leute, ruhig spielen. Ruhig spielen den Pass. So, und jetzt ein bisschen auf Ball, bis jetzt ein bisschen. Gut abgelaufen. Gut abgelaufen, Leute, gut abgelaufen. Gut abgefangen, Hölzel, gut abgefangen, war ruhig bleibe. Drei eins, Leute. Wichtiges drittes Tor, Leute. Es war wichtig, dass jetzt das dritte Tor gegangen ist. Sonst wäre halt ist wieder zwei Tore Vorsprung, Leute. Ja. Vorteil, Leute. Es war ein Vorteil, Leute. So, jetzt können wir ein bisschen wieder aufatmen und ein bisschen im Spiel, Leute, ein bisschen. Alter, was ist denn der los, Alter? Was ist denn, man, 2 Minuten später gleich ein Gegentor kassiert, Alter?
Weil ja, das ist halt das Problem, Leute. Wir brauchen noch ein bisschen bessere Abwehrspieler, Leute. Wir müssen halt gucken, wie man Abwehrspieler irgendwie hinkriegen, Leute. Das ist halt unser Problem. Wir müssen gucken, ob wir ein paar Abwehrspiele noch kriegen irgendwie. Alter Mann! Junge, 2 Tore innerhalb von kurzer Zeit kassiert, Leute. Oh Mann, jetzt kommt Mappen, Leute, jetzt kommt Mappen. Ja klar. Ah, jetzt kommt Mappen, Leute, jetzt kommt Mappen. Ah Mann, was ist denn jetzt los, Alter? Boah, Alter Mann, kassier mal jetzt ein Gehand. Alter, das ist jetzt richtig bitter, Leute. Alter, dritte Niederlage in Folge wär's jetzt, Leute, dann. Ruhig bleiben, wir haben noch. Wichtiges Tor, Leute. Wichtiges Tor, Alter, Leute. Wichtiges Tor, Leute. Wichtiges Tor, Leute, Alter. Wichtiges Tor war es heute. Jetzt ruhig bleiben, Leute. Ruhig bleiben. Dranbleiben. Warum nimmt doch keiner den Ball mal ab, Leute? Und Schneider ist da, wo er sein muss. Alter, Schneider macht das 4-5, Alter. Junge, er ist da. Und jetzt mal, Alter, wichtiges Tor, Leute. Alter. Rückschlag gepackt und jetzt weiterkommen, Leute. Boah, wichtiges Tor, Leute. Wichtiges Tor.
Jetzt ruhig bleiben die letzten Minuten, Leute. Jetzt. Die letzten Minuten jetzt dranbleiben, ruhig bleiben. Start und jetzt ruhig. Ja, wir müssen noch gucken, ob wir ein paar Spieler kriegen. Oder auch mal Jugendspieler, die halt an die 70 kommen, Leute. Die an der 70. Die an die 70 knappern, über 70 kommen. Aber das Spiel ist so spannend jetzt. Es muss jetzt. Okay, Leute, wir werden vielleicht die Taktik ändern, Leute. Ein bisschen ein Tick nach hinten gehen, Leute, denke ich. Wir werden einen Tick nach hinten gehen, denke ich, Leute. Boah, schöne Top-Chance, Leute. Schöne Top-Chance, Leute. Wir werden einen Tick nach hinten gehen, Leute. Wir werden die Defensive um 1 zurückgehen, dass wir ein bisschen defensiver spielen. Okay, und wir gewinnen. Oh, am Ende holen wir die 3 Punkte. Meppen hat aber gut mitgespielt. Man muss sagen, Meppen hat am Ende gut gespielt, Leute. Aber am Ende haben wir es hingekriegt. Und Meppen hat es leider nicht bis zum Ende durchgestanden, Leute. Das war so wichtig, weiter zu kämpfen. Bis zum Ende, bis zur letzten Sekunde durchzukämpfen, Leute. Bis zur letzten Sekunde durchzukämpfen. Das war unser Ziel, bis zur letzten Minute zu kämpfen, Leute. Bis zur letzten Minute zu kämpfen. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Gern doch, bei dem Ergebnis freut man sich ein bisschen. Aber es hätte. Er hat uns am Ende gerettet, Leute, Schneider. Wir wollten einfach den Sieg mehr. Und es ist egal, Leute, wie es Ausgang ist. Es ist, wir müssen zum nächsten Spiel denken. Immer zum nächsten Spiel denken. Abhakefeld. Ah ja, die haben uns bis zur Grenze gefordert. Bis zur Grenze. Bis zur Grenze haben sie uns gefordert, Leute. Das heißt natürlich schon, wenn die bis danke für dieses Gespräch. Und das war halt mir, das war halt das Beste, fand ich, dass sie bis zum Ende uns gezeigt haben, sie können. Okay, was für. Okay, Brasilien ist abgehakt. Okay, dann gehen wir mal. So, und dann würde ich sagen, tun wir wieder weiterspielen. Puh, und wir müssen halt hoffen, dass wir eine gute Saison. Weil so, dann. Oh, okay, der Tor. Okay, schauen wir mal, was die.
Okay, bei ihm sind wir am Überleben. Ja, 73 wären gute Stürmer. Okay, bei ihm müssen wir noch ein bisschen. Das in 63 ist halt nicht ganz so das, was man gedacht habe, Leute. Aber 63 ist nicht schlecht. 63 ist nicht schlecht, aber wir müssen weiter unser Bestes geben. Immer weiter spielen. Weitergeben, weiter. Und es ist unser Ziel, das Ding zu weiter, wie bis zum durchzustehen, Leute. Jedes Spiel zu gut zu abzuliefern, jedes Spiel abzuliefern, Leute, richtig Gas geben. Und jetzt, okay, Mona ist Scout, okay, schauen wir mal, yes. Ja, den holen wir, okay, 89, ne, verpflichten wir nicht, nein, 92, 1,2 Millionen verpflichtigen wir ihn. Den tun wir nicht, 85, nicht so. Alter Schwede, Leingrund, die ist Petersen. Okay, würde ich sagen. Ich würde sagen, den tun wir jetzt mit. Würde ich sagen, tun wir in Ausleihe, Leute, mit Kaufoptionen. Wenn sie ihn für. Wenn sie kaufen wollen, okay. Weil wir haben ja zwei gute Torhüter, Leute. Und wir brauchen ja nur zwei, indirekt nur zwei Torhüter. Ja, akzeptieren wir natürlich, Leute. Wir brauchen auch, ja, mehr gucken wir. Für 2 Jahre optimal können wir akzeptieren, Leute. Okay, ja, das wäre. Für 2 Jahre hätten wir. Alter, wenn die gleich sagen, wir nur 40% für ihn zahlen müssen. Tun wir akzeptieren, Leute. Ah, so. Mal gucken, Leute, weil wir haben ja zwei gute Türhüter, Leute. Aber wir gucken ab, so alle so gut, okay? Okay, da würde ich sagen, ablehnen, dann tun wir, das Ding tun wir ablehnen, Leute. So, Leute, jetzt würde ich sagen, tun wir noch bis zum nächsten Spiel vormachen und dann haben wir es ja schon wieder. So, Leute, gegen. Oh, es gibt eine. Okay, wir könnten 2 Spieler verlieren. Okay. Team Unge und Team Unge. Okay, schauen wir mal kurz. Okay, wir haben die ihn und ihn haben wir. Okay. Und Nils Günther könnten wir verkaufen, weil wir brauchen, wir haben eh 2 gute, ein 24er, die beide behalten wir. Dann können wir jetzt, und jetzt noch der Unger. Team Unger ist bei 74. Rechte. Ich würde sagen, wir verlängern, delegieren. Okay, er hat einen neuen Vertrag ausgehandelt, okay. Okay, gut, okay. Weil Nils Günther tun wir ja auch raus aus dem Team raus. Aber Leute, somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.